Ich bin Herr Geldmann und das ist eine Challenge. Wer als letztes das Hotel verlässt, hat gewonnen. Kommt alle her. Was, Herr Geldmann veranstaltet eine Challenge? Dabei bin ich doch gerade hier im Agency-Bunker in dem Secret und gehe jetzt raus. Schnell zur Challenge. Rum, 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 oh, eine Challenge, da bin ich dabei. Oh, ich bin der Babyboss-Chef. Was, eine Challenge? Das ist genau das Richtige für jeden Kriminellen wie mich. Auf zur Challenge. Oh Mann, Otto, wir sind im Knast und können nicht mitmachen. Doch, Paul, du bist mein Bruder und gemeinsam entkommen wir. Ich hab doch schon seit 3 Wochen den Fluchtweg. Hier einfach raus. Was? Und das sagst du mir jetzt erst? Ich könnte schon seit 3 Wochen frei sein, oh Mann, ey. Otto, du bist auch zu nichts zu gebrauchen, du Idiot. Herzlich willkommen zur Letzte, der das Hotel verlässt Challenge. Ab jetzt darf niemand mehr von euch das Hotel verlassen. Sonst ist diese Person raus. Herr Geldmann, wir werden das schaffen. Und wenn du möchtest, dass ich diese Challenge gewinne, lass du jetzt auf jeden Fall ein Abo da, damit ich das schaffe. Denn die meisten Zuschauer, wahrscheinlich du auch, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Und dann habe ich auch nicht genug Motivation zu gewinnen. Also gebe ich dir jetzt 5 Sekunden Zeit, den Kanal zu abonnieren. 4, 3, 2, 1, 0. Ich hoffe, du hast es gemacht und mir damit einen riesen Gefallen getan. Ich bin der Babyboss-Chef und ich werde diese Challenge gewinnen. Ich bin Lilly und ich gewinne. Ich bin Paul und ich bin der Bruder. Ich bin Otto und der Bruder von Paul. Ja, richtig gehört. Das ist mein Bruder Otto. Er ist ein Idiot und ich bin Paul und ich werde gewinnen. Nein, ich werde gewinnen, denn jeder aus dem Hashtag-Team AberOrg hat ein Abo dagelassen. Dann ist ja jeder von sich selbst überzeugt. Dann sucht euch mal ein schönes Hotelzimmer aus. Let's go. Ich nehme mir ein Zimmer ganz oben im Hotel. Ich bin erst mit dem Fahrstuhl hochgefahren und ich nehme mir entweder Zimmer 14 oder Zimmer 15. Warte, welche Farbe ist hier? Hier ist so braun. Und welche Farbe ist in Zimmer 14? Hier ist pink. Oh, das nehme ich. Ey, ich wollte den pinken Raum haben. Tja, Lilly, das ist jetzt meiner. Oh Mann, ey, dann gehe ich in einen Raum rein. Tja, und ich gehe in meinen pinken Raum rein. Oh, das ist so chillig hier. Die Challenge ist einfach, wer als letztes das Hotel verlässt, gewinnt das ganze Hotel. Und das ist doch wie Urlaub. Schaut es euch an. Ein Luxusbett, ein Luxussofa, ein Luxusschreibtisch, ein Luxuswaschbecken, ein ganzes Luxusbadezimmer. Das ist einfach wie Urlaub. Diese Challenge werde ich auf meiner linken Arschbacke mal ganz bequem auf diesem Luxusbett absitzen. Und ich werde einfach nur chillen. Sheesh, Otto, guck mal. Ja, Mann, hier ist ein Pool. Otto, ey. Du bist einfach ins Wasser gesprungen. Ich mach das auch. Arschbombe. Otto, wir werden diese Challenge einfach nur rocken. Jetzt ist es Zeit, dass wir meine Challenge gewinnen. Ja, Paul, und dieser Pool, der ist einfach nur heftig. Warte mal, Paul. Siehst du das? Siehst du das? Oh, komm mal mit, ey. Paul, 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 schau mal hier. Oh mein Gott, ist das heftig. Dort vorne ist einfach ein Riesensee. Ein Hotel mit einem See? Wie cool ist denn das Hotel, bitte? Sofort hin da. Halt, du Idiot, nicht rausgehen, halt. Mann, ey, wie blöd kann man sein, ey, mein Bruder? Na, na, was habe ich denn da gesehen? Der erste Kandidat ist hiermit ausgeschieden. Oh Mann, ey, ich dachte, das gehört noch zum Hotel dazu, Mann. Ey, Otto, du bist einfach nur ein richtig blöder Idiot, ey. Warum habe ich dich einfach nur als Bruder? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ey, Mann, ey, du bist voll gemein, ey. Währenddessen die sich da alle streiten und der erste Idiot schon ausgeschieden ist, bin ich natürlich schlau, denn ich bin der Babyboss-Chef. Hier gibt's Essen für alle. Doch nicht mehr lange, denn ich bin der Babyboss-Chef. Und ich nehme einfach alles mit, ey. Aha, dann werde ich nicht hungern. Yay. Irgendwie bekomme ich langsam echt ein bisschen Kohldampf. Ich hoffe, dass dir im Hotel
für Essen gesorgt wird. Es ist natürlich ein Luxushotel und wahrscheinlich wird es hier richtig fett was zu fräsen geben. Und darum gehe ich jetzt nach unten und gehe jetzt zum Hotelchef und frag: Hey, Andi, das ist ja der Geldmann. Hey, Geldmann, wann gibt's denn was zu essen? Ach, Abok, dafür muss ich immer mal alle hertrommeln. Alle Teilnehmer bitte herkommen. Ich komme. Was gibt's denn? Ich bin auch da. Und ich schleiche mich auch aus meinem Versteck raus. Wie ich gehört habe, haben die Ersten schon Hunger. Essen für die nächsten 7 Tage ist vorgesorgt. Doch leider hat der Babybauchef das ganze Essen geklaut. Und weil das eine Challenge ist, habe ich da nicht eingegriffen. Viel Spaß beim Hungern. Was, Babybauchef? Du hast unser Essen geklaut? Das geht gar nicht, das geht gar nicht. Gib sofort das Essen her. Genau. Babybauchef, gib das Essen her oder die Challenge endet für dich hier gleich ganz schnell. Ihr könnt mir gar nichts, das ist eine Challenge. Und wenn ihr so blöd seid und nicht auf das Essen aufpasst, dann habe ich das jetzt halt komplett für mich. Ihr könnt ja aufgeben, wenn ihr Hunger habt. Das ist so gemein, Babybauchef. Das ist so gemein. Ach, keine Angst, Leute. Jetzt gibt's die erste Challenge. Der Verlierer dieser Challenge fliegt aus dem Hotel. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war mein Opa, der König von Brookhaven. Als er geuft wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt meinen Safe? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo im Hotel habe ich den größten Safe der Welt versteckt. Dieser Safe ist der Schatz von Brookhaven. Er liegt hier irgendwo im Hotel. Damit begann die große Suche. Naja, wer als erstes den Safe findet, darf jemanden bestimmen, der aus dem Hotel rausgekickt wird. Viel Spaß. Viel Spaß? Ich werde viel Spaß haben. Ich werde den Safe nämlich als erstes finden. Und dann werde ich diesem blöden Babybosschef, der uns das ganze Essen weggenommen hat, den werde ich dann jetzt erstmal rauskicken. Der fliegt hier nämlich raus, Babybosschef. So sieht's nämlich aus. Und dafür gehe ich nämlich jetzt erstmal nach oben. Hier ist der Fahrstuhl. Ich werde jetzt erstmal mein Zimmer absuchen, denn ich finde mein Zimmer irgendwie sus. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Ich bin so sauer. Ich suche jetzt alles ab. Vielleicht finde ich hier ja diesen Safe. Oh, hier ist eine Toilette. Oh, da könnt ihr gleich auch erstmal ein Ei reinlegen. Aber ich will mich nicht ablenken. Ich muss den Safe finden. Ich werde den Safe schon finden. Mein Zimmer ist richtig smash. Oh, vielleicht ist der Safe hier oben drin. Was war das denn? Oh mein Gott, ein Geheimgang. Oh, wie cool ist das denn? Wow. Hier vorne über dem Schrank, wenn man springt, ist einfach ein Geheimgang. Boah, wo der nur hinführt. Ich gehe hier mal lang, ey. Irgendwo hier muss doch dieser blöde Safe sein. Ich finde ihn einfach nicht. Wo ist denn nur dieser blöde Safe, ey? Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, wenn irgendwas... Ach, ich habe euch schon zu viel gefragt. Es wird auch reichen, wenn ihr ein Abo dalasst. Dann werde ich diese Challenge auf jeden Fall gewinnen. Aber irgendwas kommt mir hier gerade richtig, richtig sass vor. Ich weiß gar nicht, was los ist. Boah, ey, der Idiot bemerkt mich gar nicht. Aber das ist anscheinend ein Tunnelsystem. Oh, voll gut zu wissen. Damit werde ich Aborg heute Nacht richtig, richtig eins auswischen über das Tunnelsystem. Und schnell weg. Boah, regt mich dieser Babybosschef aus. Auf, meine ich. Wo ist denn nur dieser blöde Safe, ey? Ich gehe jetzt erstmal in mein Zimmer. So, immer mal hier hochdrücken und... warum funktioniert das nicht, ey? Mann! Boah, ey, dieser blöde Fahrstuhl, der regt mich voll auf, ey. Was ist jetzt denn los? Was ist jetzt? Wo bin ich jetzt hier denn? Oh mein Gott. Da ist der Safe. Oh mein Gott, ich habe den Safe gefunden. Yay. Ich muss direkt zu Herrn Geldmann gehen. Oh mein Gott, ich kann es kaum fassen. Warte, hier ist ein Knopf und jetzt muss ich da drauf drücken. Und Herr Geldmann, ich habe den Safe gefunden. Super, Paul, das hast du sehr gut gemacht. Du hast die Challenge gewonnen. Oh Mann, Paul hat die Challenge gewonnen. Hoffentlich kickt er den Babybosschef raus. So, wo ist der Babybosschef da unten? Und hey, warum sage ich, wo ist der Babybosschef? Oh Mann, Paul, ey, ich gönne das echt nicht. Tja, aber so ist das halt. Paul hat die Challenge gewonnen. Du darfst jetzt wählen, wer das Hotel verlassen muss. Das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Entscheidung. Ich will, dass Lilly rausgeht. Was? Warum ich? Ich habe dir nichts getan. Genau, Paul. Schmeiß doch den Babybosschef raus. Schmeiß ihn doch raus.
Nein, ich will, dass Lilly geht. Lilly, du musst das Hotel jetzt verlassen. Mann, Paul, du regst mich voll auf, ey. Du bist ein richtiger Doofmann. Naja, es ist jetzt langsam dunkel geworden. Legt euch bitte in eure Betten. Alles klar, Herr Geldmann. Oh, Mann, ey, die Challenge... Das tut mir irgendwie leid, dass Lilly rausgeflogen ist, aber am Ende kann es nur einen Gewinner geben. Naja, ich lege mich jetzt erstmal in mein Bett und ich schlafe eine Runde. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Ich bin der Biber-Chef und jetzt kriegt er aber richtig eine reingehauen. Schnell durch den Tunnel und dann geht's ab. Njam, 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 njam. Oh Mann, ey, ich muss noch kacken. Ich war heute noch gar nicht auf dem Scheißhaus. Mann, ey, jetzt muss ich mitten in der Nacht hier aufstehen und aufs Klo gehen. Und richtig eine Wurst in der Schüssel reindrücken. Bitte nicht hingucken, okay? Ich vertraue euch. Okay, ich mache jetzt AA, okay? Und... Oh, Mann, ey. Hier ist das Zimmer von Aborg. Hä, wo ist der denn hin? Wo ist der? Wo ist er? Was führt der im Schilde? Dabei wollte ich ihn noch gerade ärgern. Mann, ey, dann ärgere ich halt Paul, ey. Dann fliegt der halt jetzt aus dem Rennen, Mann, ey. Haha, jetzt bist du dran. Sag Hallo zu dem Schätzchen. Und boom. Sag mal, geht's noch? Sag mal, geht's noch, Babyboss-Chef? Los, Paul, geh sofort hier aus der Challenge raus oder ich erledige dich. Seh, du bist doch nur ein Baby. Was willst du denn ausrichten? Ich erledige dich! Aua, aua! Leg dich niemals mit dem Babyboss-Chef an! Los, geh aus dieser Challenge raus! Boah, endlich fertig mit AA! Jetzt noch aua. Die Hände waschen und dann geht's wieder zurück in die Haier. Hä? Was war das denn? War das Paul? Hat er nach Aua gerufen? Da muss ich sofort nachgucken. Irgendwas stimmt da mit Paul nicht. Warte, hier ist schon Licht in dem Flur an. Warte, ich muss jetzt nach unten gehen. Warte, das grüne Zimmer war, glaube ich, Pauls Zimmer. Jetzt geht's hier rein. Oh, Paul, was ist mit dir denn los? Der Babyboss-Chef hat mich verprügelt. Rufen Notarzt. Aua. Ah, ich bin wieder hingefallen. Das tut so weh. Das kommt davon, wenn man nicht freiwillig die Challenge verlässt. Oh mein Gott, Paul, das geht gar nicht. Ich rufe sofort den Notarzt an. Oh mein Gott, ich gehe sofort wieder in mein Zimmer. Das geht gar nicht, ey. Mann, der Babybauchef hat einfach Paul ausgenockt. Lassen Sie mich durch. Ich bin ein Arzt. Lassen Sie mich durch. Oh mein Gott, da ist jemand verletzt. Er wurde verprügelt. Herr Geldmann, was machen Sie denn da noch wach? Gehen Sie runter von der Liege. Ich muss hier nach oben gehen, denn hier... was ist hier denn los? Ich muss doch zum Patienten. Herr Geldmann, sehen Sie mal. Hier ist doch jemand verletzt. Warte. Was war das denn für ein komisches Zeug? Egal, Paul, ich komme. Du musst unbedingt mit ins Krankenhaus. Du wirst diese Challenge nicht weitermachen können. Ich nehme die Abkürzung und tschüssi. Ich muss sofort mit dir ins Krankenhaus. Mitten in der Nacht. Ey, du wurdest vom Baby verprügelt. Oh, das wäre mir aber peinlich. Egal, es geht los. Schnell weg hier. Schnell ins Krankenhaus. Der nächste Morgen. Mal gucken, wie viele Leute noch in der Challenge sind. Also, Lilly ist raus. Paul ist raus. Vielleicht ist der Babyboss-Chef sogar auch schon raus. Ich gehe mal nach unten und dann hätte ich sogar schon diese Challenge gewonnen und das Hotel würde dann mir gehören. Hallo, Herr Geldmann. Hallo, Aborg. Du und der Babyboss-Chef sind noch im Rennen. Stimmt, genau. Und ich werde die Challenge gewinnen. Das wollen wir aber mal sehen. Denn jetzt gibt es ein Quiz über das Hotel. Und der Verlierer muss das Hotel verlassen. Und damit gehört dem Gewinner das ganze Hotel. Okay, Herr Geldmann, ich bin bereit für die Fragen. Wenn du mich unterstützen willst, lass jetzt noch schnell ein Abo da. Ich hoffe, dass ich dann jede Frage richtig beantworte. Okay, die erste Frage lautet... Wer hat die Glühbirne erfunden? Keine Ahnung. Benjamin Blümchen? Ha, sowas Dummes habe ich ja noch nie gehört. Ist doch klar, das war Thomas Edison. Super, und damit geht der Punkt an den Babyboss-Chef. Frage 2. Was ist der längste Fluss der Welt? Easy, das weiß ich. Der längste Fluss der Welt ist der... Brookhaven-Fluss?
Nein, Babybauchef, der längste Fluss der Welt ist der Nil. Richtig, aber Ork. Damit gibt es ein Unentschieden. Wer die nächste Frage richtig beantwortet, gewinnt das Hotel. Die nächste Frage lautet, wie viele Abonnenten hat Bapo? Ja, das weiß ich. 63.700, weil ich ihn abonniert habe. Das stimmt zwar, Babybauchef, aber die richtige Antwort ist... Bapo hat zu wenig Abonnenten. Ihr müsst ihn nach dem Video alle abonnieren. Und die richtige Antwort ist... Bapo hat zu wenig Abonnenten. Ihr müsst ihn nach dem Video alle abonnieren. Und damit hat Aborg das Hotel gewonnen. Ja, danke, Herr Geldmann. Mir gehört jetzt einfach das ganze Hotel, ey. Vielen Dank. Ihr müsst jetzt alle meinen Kanal und den Kanal von Bapo abonnieren. Dadurch habe ich dieses... Hotel gewonnen. Vielen Dank. Oh Mann, ey. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir auf jeden Fall das Video auf der rechten Seite an. Das war auch ein richtig cooles Worldplay. Das darfst du auf keinen Fall verpassen. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.